Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Nächsten Sendung von Mr. Raw. Heute bin ich besonders glücklich, Leute. Und zwar ist für mich ein sensationeller Tag. Nicht nur, weil ich hier gerade wieder so eine köstliche Tropenfrucht esse und heute einen Mono-Rohkost-Tag wieder nur mit Ananas gemacht habe, sondern ich habe nach 6 Jahren Schreibpause endlich meinen dritten Band fertig. Yes! Tingeltangelbob, den ihr hier seht, hat sein nächstes Buch fertig. Ich werde euch jetzt mitnehmen und euch mal zeigen, sage ich mal, eine kurze Leseprobe geben, um euch mal eine kleine Einführung darin zu geben, worum es in diesem Band geht. So, fangen wir an. Also, das Buch heißt Die drei Säulen der Weltgesundheitsformel, wie ihr seht. Und diese drei Säulen sind Bewegung, Gott, Kost und Entspannung. Grundlagen für ein langes, ganzheitlich gesundes Leben. Dann kommt hier ein bisschen Inhaltsverzeichnis, ein bisschen Vorwort, ein bisschen Klappentext, Einleitung, in dem ich zusammenfasse, worum es in den letzten beiden Büchern geht. Ich hoffe, Sie haben sie gelesen. In den letzten beiden Büchern ging es erstmal im Band 1 darum, wie so die Politik und die Gesetzmäßigkeiten der großen Konzerne aussehen, was wir als kleiner Verbraucher da alles für eine Machenschaften ausgesetzt sind, die Seilschaften zwischen Politik und Wirtschaft und wieso die Konzernmacht so eine Riesenmacht hatte, um zu verstehen, wieso in Band 2, ich sehe gerade hier, das ist nicht ganz so gut, das hier, ich muss mal kurz Pause machen, ich drehe mal die Kamera um. So ist besser. Um dann zu sehen in Band 2, was alles für katastrophale Entwicklungen im Nahrungsmittelsektor stattgefunden haben. Die Tierqualindustrie, was für Produkte sie uns präsentiert und was für Zustände es hat. Und deswegen komme ich auch hier in der Einführung und in der Einleitung gleich wieder auf eine heftige Statistik. Das ist übrigens alles Wissenschaft. Ihr seht hier immer, was hier so markiert ist. Das sind alles Quellen, die ich hier angebe. Weil hier findet ihr alle Informationen, alle Quellen, Literaturhinweise, die ich in meinen Videos immer so raushaue. Hier ist alles dokumentiert. Also, was ich hier unterstrichen habe, die Zahl der Pflegefälle wird in den kommenden Jahren steigen, erfahren wir. Und zwar mittlerweile jeder dritte über 80-Jährige ein Pflegefall ist und die Zahl der Demenzkranken in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Die Zahl der Alzheimer-Patienten steigt ebenfalls enorm. Das nur als kleine Randnotiz. Es ist aber ein Fakt, glaube ich, der jeder von euch erlebt. So, das Gedächtnis für die meisten wird immer schlechter und die Vergesslichkeit nimmt zu und man ist gar nicht mehr wirklich bei der Sache teilweise. Weltweit gingen im Jahr 2008 von 57 Millionen Todesfällen rund 5,3 Millionen auf das Konto der mangelnder Bewegung. Also Bewegungsmangel, den ich hier anspreche. Die drei Säulen der Gesundheit sind ja Bewegung, Ernährung, also in dem Fall Gottkost, die ich hier ausführlich nochmal beschreibe und zusammenfasse, alle Vorteile und natürlich Entspannung. Und hier im Jahr 2008 57 Millionen Todesfälle, 5,3 Millionen auf das Konto mangelnder Bewegung. Damit verkürzt Bewegungsmangel die Lebensdauer ähnlich stark wie das Rauchen. Habe ich schon öfter in meinen Videos erwähnt. Hier die Harvard Medical School in Boston hat die Studie dazu gemacht. Also es ist nichts frei erfunden, im Gegenteil. Der Bewegungsmangel ist wirklich ganz, ganz katastrophal. Ihr seht, ich habe das immer so schön, die Kapitel in einzelne Unterrubriken eingeteilt, die den Lesefluss besser herstellen sollen und euch einen Überblick geben sollen. Hier an der Seite seht ihr übrigens die Struktur, da ist alles nochmal zusammengefasst für mich, weil ich muss das hier alles immer entsprechend eingliedern. Das ist eine sehr, sehr schöne und spannende Arbeit, so ein Werk herzustellen, aber gar nicht so einfach. Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass die sogenannte normale Atmung des Durchschnittsmenschen, hier sind wir beim Thema Erholung, jetzt haben wir mehr in Bewegung erledigt, die normale Atmung des Durchschnittsmenschen eigentlich eine chronische Hyperventilation darstellt. Das heißt, eine Atmung, bei der man Volumen an Luft geatmet wird, mehr Volumen an Luft geatmet wird, als zur Deckung des Sauerstoffbedarfs notwendig ist. Ja, wir denken immer, oh, wir haben zu wenig Sauerstoff, aber das Gegenteil ist der Fall.
mehr Sauerstoff einzuatmen als notwendig, führt paradoxerweise zu einer schlechteren Sauerstoffversorgung der Zellen. Ähnlich wie auch immer mehr Nahrung zu sich zu nehmen, irgendwann dazu führt, dass der Verdauungstrakt leidet und die Nahrung schlechter aufgewonnen oder verwertet werden kann. Und genauso auch dieses Problem nicht dadurch gelöst werden kann, dass man noch mehr isst, so ist es auch bei der Atmung. Die Hyperventilation kann durch eine sanfte und entspannte Art und Weise aufgelöst werden, wenn wir uns schulen, den bewussten Atemreflex dieser übermäßigen Atem zu lösen. Ich habe ein wunderbares Video gemacht, es nennt sich Gottkost, da war ich in den Tessiner Alpen und da habe ich mal gezeigt, wie ich abatme und das funktioniert sehr, sehr gut. Dem amerikanischen Autor Drunvalo Medcilik zufolge ist die Liebe, die von einem offenen Herzen ausgestrahlt wird, exakt die Schwingung, auf die Materie reagiert und somit alles Leben reagiert. Fehlende Liebe ist die Ursache aller Krankheiten, denn die Liebe würde Materie und damit unsere Körperzellen ordnend beeinflussen und somit den Weg für Gesundheit und Heilung ebnen. Ganz wichtiger Fakt. So, an dieser Stelle hatte ich eine Mittagspause gemacht und als ich aus der Mittagspause wiederkam, habe ich ein paar Sachen dazu gesagt. Die werde ich euch jetzt nochmal kurz zeigen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Shortcut-Sendung hier von Mr. Raw. Ihr seht, ich habe meine Schlafmaske auf. Und zwar habe ich gerade wieder meine Mittagsmeditation gemacht und dazu wollte ich noch ein paar neue Fakten euch offenbaren. Und zwar arbeite ich gerade wieder an meinem Buch, ja. Und ihr seht hier, ich arbeite an Band 3 und ich werde euch auch später mal offenbaren, was in meinen anderen Bänden so drin steht. Und dann stoße ich immer wieder auf super Neuigkeiten, die eigentlich für mich keine sind, aber die ich teilweise auch entweder vergessen habe oder nicht mehr so im Kopf hatte, die aber sehr wichtig sind. Und zwar die Mittagspause habe ich schon öfter erwähnt, ist sehr wichtig, um runterzufahren, Stressabbau zu betreiben und gleichzeitig Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Also es ist perfekt, um Stressmanagement zu betreiben, aber natürlich auch in die Organe reinzufühlen und mal sich zu sammeln und runterzukommen. Da ist die Mittagszeit besonders gut, habe ich gerade wieder gelesen, weil es ist die Zeit, um ideal seine Wünsche, Träume und Dinge zu manifestieren, die man noch vorhat. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, so eine Mittagspause mal regelmäßig einzulegen. Denn dann wann seid ihr mal mit euch selbst beschäftigt? Wann schaut ihr mal, ey, ist das, was ich im Leben mache, eigentlich das, was mich glücklich macht? Was sind eigentlich meine höheren Ziele, Visionen? Ja? Was sind meine Visionen für mein Leben noch? Was ist eigentlich das, worauf ich hinausarbeiten will? Was ist das, was mich glücklich macht? Was ist das, was andere glücklich machen könnte, was ich machen tun könnte? Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, sich da regelmäßig die Zeit zu nehmen. Am besten natürlich jeden Tag. Es ist natürlich am Anfang schwer, erstmal diese ganzen Gedanken, die da auf einen einprasseln, erstmal sein zu lassen, geschehen zu lassen und abzuschalten. Und es dauert meistens mehr als eine halbe Stunde. Wenn ihr allerdings länger als eine halbe Stunde meditiert oder die Augen zu habt, allein schon die Augen zu habt, dann sorgt es dafür, dass die Melatoninproduktion angekurbelt wird. Und ihr dementsprechend, wenn ihr länger als eine halbe Stunde Mittagspause macht, danach erstmal ein bisschen müde seid. Deswegen, wenn ihr auf der Arbeit seid oder so, zieht euch am besten ins Auto zurück oder an irgendeinen Ruheplatz, wo ihr das machen könnt. So eine Brille mitnehmen, so eine Schlafmaske, am besten was in die Ohren rein, eine geführte Meditation oder nur Entspannungsmusik oder einfach nur Ruhe, Stille. Dann macht es nicht länger als eine halbe Stunde, damit ihr danach wieder fit seid, oder macht es gleich anderthalb Stunden, dann kommt ihr schön in die Melatoninproduktionsphase, was auch sehr, sehr gut ist. Im Schlaf werden übrigens 70%, also wenn das Melatonin produziert, wenn ihr richtig schlaft, 70% unseres Human Growth Hormone, unseres eigenen körpereigenen Wachstumshormon produziert, was die Haut regeneriert und für einen schönen Teint, für eine allgemeine Schönheit sorgt. Man spricht nicht umsonst von einem Schönheitsschlaf. Ja, ich wollte es nur mal kurz gesagt haben, Leute, jetzt mache ich mich wieder an die Arbeit. Ich arbeite gerade an meinem dritten Band und der wird dieses Jahr definitiv noch veröffentlicht werden. Ich werde euch darüber auf dem Laufenden halten. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Und noch eine Statistik. Ihr seht hier von meinem Fenster, ich kann direkt auf das Meer schauen und ich sehe einen Baum. Und es gibt Studien, die sagen, wer vor seinem Arbeitsfenster einen Baum hat, da wird das Stresslevel um 30% reduziert. 30%, Leute, ist einiges. Deswegen sorgt zu dafür, dass ihr bei eurer Arbeit auf eurem Schreibtisch einen kleinen Baum habt, euer Fenster auf habt, dass ihr auf dem Baum seht. Allein schon die Präsenz, allein schon, wenn ihr was Grünes seht, senkt euer Stresslevel und ihr seid besser und länger leistungsfähig. Bis zur nächsten Shortcut-Sendung. Macht's gut, Leute. So, wir sind wieder zurück. Ich scrolle weiter durch das Buch.
Und zwar ist das Grundthema, der Grundtenor ist von der Eigenkompetenz zur Selbstkontrolle. Das ist darum, wo es mir hier mit diesem Buch geht. Ich will euch zu selbstständig denkenden, kompetenten Lebewesen machen, die Selbstkontrolle über sich ausnehmen kann. Der Erwerb von Selbstkontrolle ist grundlegend für Gesundheit, ja, sogar mit das Wichtigste. Man muss sich kontrollieren können. Wir sind in unserer Gesellschaft ständig irgendwelchen Suchtmitteln ausgesetzt. Wer da nicht weiß, okay, hey, ich muss mich da in dem Bereich zügeln, ich muss mich da im Bereich zügeln, der läuft akute Gefahr, krank zu werden. Also, dort jetzt also unser Darm, oh, das Thema Darm habe ich hier ausführlich aufgearbeitet. Ja, ihr wisst ja, der Darm ist der Sitz des Todes, aber auch des Lebens. Unser Darm ist ein autonomes Gehirn, das unabhängig vom Kopf Entscheidungen treffen kann, arbeitet und selbstständig funktioniert. Das fanden die beiden britischen Forscher William Babliss und Ernest Sterling heraus, als sie einen Hund betäubten und zu ihrem Erstaunen beobachten konnten, dass einige Muskeln auf Stimuli selbst dann reagierten, als Nervenverbindungen zum Gehirn gekappt waren. Der Darm kann... Gekappt heißt es hier. Ja, ihr seht, ich muss natürlich das noch alles mal rechtschreibtechnisch überarbeiten, aber ich denke, das Buch wird dieses Jahr definitiv rauskommen, weil ich habe da eine sehr gute Lektorin an der Hand, die mir hierbei zur Seite gehen wird, weil ihr wisst, wenn man alles selbst geschrieben hat und dann selbst überliest, überliest man gerne mal kleine Fehler und das soll mir dieses Mal nicht passieren. Der Darmkanal wird in zwei Schichten umhüllt von Nerven, die den Strang überziehen, wie dünne Netzstrümpfe, vergleicht Ulrich Krämm. Dort setzen nicht nur die gleichen Nervenzellen wie im Gehirn, wirken auch die gleichen Neurotransmitter, die gleichen Neuromodulatoren laufen die gleichen synaptischen Verbindungen ab wie im großen Hirn. Beinahe alle Chemikalien, also die im Kopf für Denken, Erinnern, Planen, Sorgen, all jene Substanzen finden sich auch im Bauch. Ja, also ihr seht, der Bauch ist ein ganz zentrales Thema, das sich hier wirklich sehr intensiv verarbeitet hat. Neueste Erkenntnisse führen die Entstehung von Diabetes auf Entzündungen zurück, die unter anderem durch Magnesiummangel hervorgerufen werden, konstatiert Dr. Marc Sirkus und bietet auch gleich die Lösung für das Problem. Die Cannabinoide aus medizinischem Cannabis, Marihuana, können Abhilfe schaffen, so der Doktor. Diabetes würde neben Fettleibigkeits-Kreislauf-Erkrankungen unter anderem auch zu Sehstörungen bis hin zu Erblindung, zu Nierenversagen, Amputationen, Nervenschädigungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall beitragen. Also ihr seht mal, wieder ein Punkt für Marihuana, das in letzter Zeit ja oft gepunktet habt. Ich hoffe, ihr habt mein Marihuana-Geheimnis gesehen, wo ich die neuesten Studien da beschrieben habe. Das könnte man ergänzend dazu nehmen. Aber unter der Unterschrift Rohkost heilt andere Krankheiten, also so werde ich auch ein Buch nennen, werden wir nochmal grundlegendes Verständnis erlangen, wieso. Genau, und zwar ist hier beschrieben, dass alle Krankheiten, wirklich alle Krankheiten können, ich lese es mal vor, besser gesagt die Speisen, also es ist so, ich habe ja schon mal gesagt, Rohkost heilt alle Krankheiten, da war die Kritik auch wieder groß, aber tatsächlich die richtige Rohkost, ja, natürlich muss sie, also besser gesagt Gottkost, ja, heilt alle Krankheiten, eine vegane Form der Rohkost, bei der man nur einmal am Tag isst und zwar vegan. Diese Form kann alle Krankheiten heilen. Oder wie Jesus sagt, wortwörtlich Zitat aus dem Friedensevangelium der Essener, Satan wird euch von Weitem meiden. Wunderbares, wunderbares Zitat, das ich allgegenwärtig immer wieder in meinen Verstand rufe. Und zwar ist es so, die Ernährung ist die wichtigste und zentrale Säule der Gesundheit. Also ohne die Ernährung, die Säule, auf der alles stehen kann, ist die Ernährung, ja, die ganze Gesundheit. Und zwar, und deswegen kann eine roh vegane Ernährung, die reich an Probiotika, Sprossen, Wildkräutern und Gemüsesäften sowie arm an Gourmet-Rohkost wie Nüssen, Trockenfrüchten und Süßungsmittel, auch alle Krankheiten heilen, unter denen der moderne Mensch leidet. Und zwar ist es so, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir für diese Gesundheit im Darm sorgen, wenn wir uns mit dieser Form der Rohkost ernähren, uns vegan ernähren und von Gottkost, dann ist es so, dass automatisch Gedankenimpulse kommen, die uns dazu bringen, hey, ich muss mehr Sport betreiben, ich muss mich auf jeden Fall bewegen, es wird gar nicht anders gehen, dass wir uns bewegen wollen, wir kriegen so einen Bewegungsdrang, das heißt, automatisch werden die nächste Säule stabilisiert, nämlich die mit der Bewegung. Dann wird es automatisch dazu kommen, hey, mein Leben ist viel zu gestresst, ich komme damit überhaupt nicht mehr klar, ich muss mich entspannen. Also die Gedankenimpulse, die dadurch kommen, dass wir unseren Magen-Darm-Trakt, der ja, wie gesagt, unser erstes Hirn ist, 90%
der Informationen gehen nämlich von unten nach oben und nicht andersrum. Das heißt, von außen unserem Magen-Darm-Trakt gehen die Informationen in unser Gehirn, die uns dann sagen, hey, ich muss mich entspannen und ich muss mich bewegen. Und deswegen ist der Magen-Darm die Schlüsselrolle und deswegen heilt Gott Kost alle Krankheiten oder gibt zumindest dazu die Impulse. Außer man will natürlich nicht geheilt werden. So, hier. Oh ja, das ist ein ganz schlimmes Thema. Ihr seht schon Gluten, ja. Also das ist ein Skandal. Was ich hier wieder aufgedeckt habe, Leute, ist unglaublich. Ich würde keinem empfehlen, Weizenprodukte oder Gluten in keinster Form zu essen. Und zwar hört euch das an. Moderner Weizen wächst bis auf eine Höhe von ca. 45,7 cm und wurde im Zuge genetischer Forschung in den 1960er und 1970er Jahren erschaffen. Diese neue Entwicklung ist eine Form der Kriegsführung, ganz nebenbei, ja, hat viele besondere Eigenschaften, die der Öffentlichkeit gegenüber nicht erwähnt werden. Zu diesen Besonderheiten gehört zum Beispiel ein neues Protein namens Gliadin. Dabei geht es nicht um Gluten bzw. Glutenprotein, das sich wie Opiat verhält. Das neue Protein im Weizen bindet sich an die Opioidrezeptoren im Gehirn und stimuliert unseren Appetit. Infolgedessen hat sich unsere tägliche Kalorienzufuhr, und jetzt passt auf, um Durchschnitt etwa 440 Kilokalorien erhöht. Ein derart hoher Weizenkonsum führt langfristig zu Übergewicht, blablabla, wissen wir alles. Ja? Ein geheim gehaltenes Element im Weizen ist gefährlich. Okay, eine neue transgene Weizen, also ihr wisst ja, die Genforschung ist mittlerweile so weit. Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn wir genmanipulierte Pflanzen essen? Was passiert wohl mit unseren Genen? Werden die nicht auch manipuliert? Natürlich! Eine neue transgene Weizenart, die von Australien Nationaler Forschungsbehörde CSIRO entwickelt wurde, könnte die Gene von Mensch und Tieren tatsächlich nachhaltig verändern. Wenn die Moleküle dieses Weizens in den Organismus gelangen, sind sie möglicherweise in der Lage, bestimmte Gene auszuschalten und beziehungsweise zu unterdrücken. Die doppelsträngige RNA in genmanipulierten Weizen kann Prozesse wie Nahrungszubereitung und Verdauung überleben und sogar, und jetzt passt auf, und das fand ich sowas von erschreckend, dass ich überhaupt nicht mehr sehen will, dass eigentlich einer meiner Umgebung, meiner Familie oder mein Freundeskreis sowas ist. Ich werde ihn jetzt immer darauf hinweisen, und zwar folgendes. Diese Gene, Weizen kann Prozesse wie Nahrungsbereitung und Verdauung überleben und sogar über Generationen weitergegeben werden. Einmal in unserer Nahrungsmittelkette angelangt, ist es unmöglich, diese Gene wieder zu entfernen. Also das fand ich so erschütternd, dass ich mir gedacht habe, hey, das musst du auf jeden Fall jemandem den Leuten... Ihr seht, ich, das sind alles solche Informationen, die ihr hier seht. Also es lohnt sich auf jeden Fall noch, dieses Buch zu kaufen. Denn das ist wieder vollgepackt mit Informationen. Auch spürende Elemente wie Zink können dann nicht mehr ausreichend resorbiert werden und der Körper verliert sich in Bauchspeicheldrüsenentzündung und Krebs. Das ist für mich ganz wichtig gewesen, damit ich den Leuten beim Bioscan erklären kann, wieso sie alle Zinkmangel haben, wenn sie Weizen essen, weil das ist ein häufiges Problem, deswegen habe ich mir das markiert. Das nährstoffgeladene Fruchtfleisch der Papaya enthält Papain, ein proteinspaltendes Enzym, das die Verdauung fördert. Den höchsten Papain-Gehalt weist doch, und jetzt pass auf, noch die unreife grüne Papaya auf, die zum Beispiel für asiatische Papaya-Salate benutzt wird. Das habe ich mir auch markiert, weil ich das hier wie im Urlaub natürlich mal austesten wollte und sensationell. Surrogat, ja, einzelne Wörter sind mir auch manchmal wichtig. Ihr seht, ich lerne aus meinen eigenen Texten, die habe ich ja jetzt mittlerweile, ist bestimmt 7 Jahre her, als ich das alles schon geschrieben habe. Und zum Glück habe ich das verinnerlicht. Das heißt, ich bin jemand, ihr kennt es, die schnellste Antwort auf Informationen ist die Tat. Das heißt, ich probiere jetzt alles immer in meinen Alltag zu integrieren, weil sonst die Information wieder weg und dann denkt man einfach so weiter. Das heißt, wenn man was Neues weiß, umsetzen, direkt planen, wo, wie baue ich das ein und gar nicht lungen bleiben. Das, was wir essen im Obst und Gemüse, ist nur noch ein Surrogat. Ja? Das heißt, es ist nur noch eine Illusion dessen, was es mal war. Der Begriff hat mir sehr gut gefallen. Ihr wisst auch, gell, umso mehr Begriffe man kennt, umso größer das Vokabular eines Menschen ist, desto weiter kann er denken. Deswegen ist es wichtig, euren Wortschatz ständig zu erweitern, weil sonst könnt ihr über ganz bestimmte Zusammenhänge überhaupt gar nicht nachdenken, weil euch die Wörter auch gedanklich fehlen. Lebensmittel, die sauer verstoffwechselt werden, müssen allerdings in keinster Weise sauer schmecken. Im Gegenteil, sauer schmeckende Lebensmittel, die Zitrone beispielsweise, werden in einem gesunden Körper immer basisch verstoffwechselt. Aber jetzt passt auf, wenngleich sie im ersten Moment auf der Zunge und im Magen sauer wirken. Und jetzt kommt was bestimmt wenige von euch wissen, deswegen habe ich das hier markiert, weil das müsst ihr wissen. Denn wenn ihr übersäuert seid, passiert Folgendes.
Also, es kommt auf die Asche an, die nach der Verbrennung übrig bleibt. Jedoch, und jetzt pass auf, sind die meisten Menschen heute so stark übersäuert, dass selbst das kleine bisschen Säure reicht, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, den Verdauungskakt in Gärung zu versetzen. Apfelessig und Zitrone oder Acerola-Kirsche werden nämlich nur dann basisch verstoffwechselt, wenn die Säuren in die Funktionszellen, in die Stammzellen hineingelangen und dort basisch gemacht werden. Marina, ein Fehler. Und bei einem übersäuerten Organismus gelingt das nicht. Nur ein sauberer Organismus kann es. Das heißt, Leute, wenn ihr schon übersäuert seid und ihr fangt mit dem morgendlichen Ritual mit Zitrone an, ist es kontraproduktiv. Es war mir sehr, sehr wichtig, das zu erwähnen zu haben, Leute. Und ihr seht, deswegen Grundlagen der Gesundheit, dieses Buch, weil ihr werdet hier vieles noch rausfinden, von dem ihr glaubt, was? Das kann doch gar nicht sein. Ich dachte doch bisher, ich habe mich gesund ernährt. So, was haben wir hier? Hier habe ich mal aufgezählt, was alles so an basischen und nicht basischen Lebensmitteln gibt. Das sind hier auch ganz klare Anweisungen, ganz klare Hilfen für den Alltag dabei und Pläne, einen Ernährungsplan habe ich auch eingearbeitet. Also es ist ein klasse Buch geworden, da muss ich mich wirklich mal selbst loben. Jetzt aber mal Folgendes. Man müsste 35 Liter Wasser trinken, um die Säuren eines Steaks zu neutralisieren. 35 Liter, Leute. Wer trinkt das nach einem Steak? Vielmehr schieben wir hinterher gleich noch Pommes oder trinken Bier hinterher. Aber 35 Liter, das war für mich auch wieder so eine markante Zahl. Da habe ich gedacht, ey, das musst du den Leuten auf jeden Fall mal zukommen lassen. Tut's auch zur Geschichte von wegen Eigenlob und sagen, hey, das ist eine gute Arbeit. Es ist ganz wichtig, sowas zu sagen. Aber kurz noch zu der Studie. Im Januar 2000 wurde eine weitere Studie vervollständigt, deren Ergebnis kürzlich der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Im Zeitraum von 1975 bis 1995 wurden gezielt bestimmte Nährwerte und Inhalte unserer Lebensmittelwerte in andere verglichen. Unter anderem wurde die bekannte Gemüsesorten Brokkoli, Grünkohl, Karotten, Blumenkohl, Petersilie und vieles mehr verglichen und sprichwörtlich unter die Lupe genommen. Dabei wurde ein Kalziumverlust, und jetzt passt auf, Leute, weil viele sagen ja immer, ach, ich brauche doch diese Superfoods nicht und das ist doch nur rausgeschmissenes Geld. Ihr braucht sie und zwar extrem. Hört euch an, was für Nährstoffdefizite unsere Lebensmittel haben. Also, Kalziumverlust von 53%, ein Vitamin-A-Verlust von 38% und ein Verlust von Riboflavin B12 von 48%. Außerdem konnte man 35% Thiamin B1, 29% weniger Niacin, Vitamin B3 nachweisen. Und so ergeht es den meisten wichtigen Spurenelementen und Nährstoffen, die wir in unserem Leben haben.